in Kroatien. Stürmische Nacht. Wir haben die Regenpause genutzt und haben jetzt Brötchen geholt und Croissants. Und jetzt müsst ihr mal hier in die Tüte reingucken. Ein Riesenbrötchen, Stangen und große Runde und sowas ähnliches wie Croissants. Nach dem Sturm ist vor dem Sturm. Heute Nachmittag soll noch mal ein bisschen was kommen, aber nur noch 90 km/h. Also heute Nacht hatten wir 110. Das hat schon richtig arg gewackelt. Wir haben sehr schlecht geschlafen, glaube ich. Also ich besonders. Ja, ihr seht schon hier hinter mir, da steht das Wasser, da sind die Wellen drüber gegangen. Wir haben uns hier in zweite Reihe jetzt eingepackt, gestern habt ihr ja gesehen. Und hier vorne ist jetzt die Mauer, die hat ganz gut abgehalten. Da, wo wir vorher standen, hier vorne, das zeige ich euch jetzt gleich mal. Da waren die Wellen doch ein bisschen höher, die Mauer ist da nicht so hoch und teilweise nur mit so einem Gitter. Das Meer ist immer noch ein bisschen rau und drunter gespült. Wow, hier ist auch ein bisschen was abgegangen. Seit Kindheit an träume ich davon, mal in einem Wohnmobil Urlaub zu machen. Das hat bis jetzt irgendwie immer nie geklappt, weil ich mir denke, ja, 2 Wochen im Wohnmobil sind so teuer, da könnten wir mit einer 4-köpfigen Familie auch locker irgendwo in ein Hotel all inclusive. Jetzt sind wir jetzt nicht so die Hotelurlauber. Wir haben das letztens in Thailand mal gemacht. Das habt ihr ja schon gesehen inzwischen. Aber so generell machen wir natürlich immer Haustausch. Und deshalb wundert ihr euch bestimmt, wieso jetzt so viel Nicht-Haustausch-Videos auf dem Kanal kommen. Aber wie gesagt, wir wollten uns diesen Traum unbedingt mal erfüllen. Oder ich zumindest. Markus war dabei, da macht er so gut wie alles mit. Ich mach alles mit. Sehr cool, die Kinder sind auch begeistert. Würdest du nochmal einen Wohnmobilurlaub machen? Ja, auf alle Fälle. War sehr schön, war actionreich. Ja, und so auf kleinem Raum? Wie hat das gefallen? Das war okay, das muss ich sagen, war okay für 4 Personen. Man hält es aus, einige Wochen. Man hält es aus. Also wir sind jetzt an Tag 6 oder so, das ist jetzt Tag 6 in dem Wohnmobil. Abends ist es ein bisschen eng, wenn das Hubbett unten ist natürlich, ne, bis man dann die Kinder ins Bett verfrachtet hat und man selber dann auch im Bett liegt und dieses Hin- und Hergeräume und hier drunter durchkrieche. Aber das ist ein Augenblick am Tag. Also das würde für mich jetzt nicht bedeuten, dass ich das nicht nochmal mache, dass es mir zu anstrengend ist. Nee, das ist verkraftbar auf alle Fälle. Also da kann man gut damit leben und alles super. Ja, also ich finde es gut, immer dabei zu haben, sein Haus sozusagen und mal schnell an der Tanke ein Brot zu schmieren, wenn die Kinder Hunger haben. So. Den Kindern gefällt es auch allgemein sehr gut. Das Wetter spielt jetzt natürlich nicht so dolle mit heute, aber oder was heißt heute und gestern, aber da kann man nichts dafür, das ist so und ja, dann macht man halt andere Sachen. Ja, genau. Also man kann es hier gut aushalten, finde ich, zu viert auch. Und wenn ihr euch so schon gut vertragt als Familie, dann klappt das auch im Wohnmobil. Guten Morgen, ein wunderschönes Wetter, keine Welle, wunderschöner Sonnenschein und wir stehen jetzt auf. Kinder schlafen noch und jetzt müssen wir gleich ein bisschen das Hubbett nach oben schieben, ohne die Kinder und dann startet der Tag. Der Bäcker war da. Hallo. Was haben wir denn heute?
Heute haben wir ein Schinkenkäsebrötchen. Hui. Dann lauter kleine Brötchen. Oh, die sehen auch gut aus. Sehr schön. Und zwei Croissants. Mmh, yummy. Jungs. Sehr schön. Dann decken wir mal den Tisch und fangen den Tag an. Da haben wir jetzt unsere kleine Sitzecke aufgebaut unter den hübschen Bäumen hier. Die Sonne scheint, es ist schön warm heute. Und wir genießen jetzt erstmal ein bisschen die Sonnenstrahlen und das schöne Wetter an unserem letzten Tag. Papa und mein Bruder sind noch am Basteln. Na Papa, wie läuft es? Ja, es geht. Noch läuft hier ja auch nicht. Gleich geht's aber los. Olli ist der Schlauchhalter. Ey, man muss es machen. Ja. Ich hatte die Aufgabe auch schon. Ich habe noch keine Socken an. Die Jungs machen jetzt eine Radtour und weg sind sie. Wir fahren jetzt gerade hier durch die Gassen durch, wo wir gestern schon waren wegen den kleinen Läden. Genau, wir wollen jetzt ein bisschen Richtung Natur, deswegen müssen wir jetzt erstmal durch die Stadt durch. Und am schnellsten geht es eben durch diese kleinen Gassen und ist eigentlich ganz schön. Es ein bisschen sportlich werden, denn das Navi will, dass wir hier runtergehen. Da hinten lang. Das würde funktionieren. Dann da hinten die Treppen. Okay. Können wir machen, oder? Ja, denke ich schon. Muss ein bisschen Action dabei sein hier. Zum Glück müssen wir nicht schwimmen, ne? Ja, schwimmen wir nicht. Das wäre ein bisschen doof. Aber okay, dann legen wir mal los. Weg, aber hier ist leider ein Baum runtergekracht, deswegen müssen wir jetzt über diese Steinmauer hier drüber. Dann fahren wir außen rum. Mal schauen, ob das so klappt, wie wir uns das vorstellen. Wir sind jetzt hier am Baum vorbei. Da ist er. Der Weg. Ja, schön geteerter Weg ist jetzt nicht, aber da kommt man schon lang, würde ich sagen. Wir sind nur auf den besten Wegen unterwegs. Hier. Mein Problem. Also erstmal eine wunderschöne Aussicht. Dann kommt Drecksweg, ganz kleiner Drecksweg. Und dann seht ihr da oben den Papa, wie er durchstapft durch den Mountainbike-Weg. Mal schauen, wie es da aussieht. Ich weiß selber noch nicht. Auf jeden Fall schon schlammig der Weg hier. Ja, es ist nicht ohne hier. Mit Fahrrad ist schon ein bisschen doof. Und dann geht es hier dann hinten lang. Gucken wir mal. Hier durch die Torsteine. Ja, da müssen wir es drüber heben, es hilft nichts. Ja, geil, okay. Ja, dann würde ich sagen, Teampower. Ja, gibt es schon drüber, dein leichtes Gummirad hier. Ich habe doppelt so schwer. Ja. Schauen wir mal. Super Strongman trägt hier die Fahrräder. Der ist vom Fahrrad abgestiegen und hat Eieiei gesagt. Was das wohl heißt? Eieiei. Ja, der Weg wird dünner und dann wird er dünner. Dann haben wir wunderschöne Aussicht. Dann wird er dünner. Und dann bekommen wir das. Ach du Scheiße. Wo hast du mich denn da reingeritten? Was ist das denn hier? Ja, das wird ein kleines Stückchen, dann ist wieder ein ganzes Stückchen frei. Wie lange das dann natürlich geht, weiß ich nicht. Könnte ein bisschen anstrengend werden. Ein bisschen. Hast du's? So, ich will das nur noch mal festhalten hier. Das ist keine Fahrradtour, sondern das ist eine Fahrradwandertragtour, muss man ja mal eher sagen, ne?
Aber ich hoffe, wir haben das Gröbste jetzt hinter uns. Wenn das da nicht offen ist, müssen wir den ganzen Scheißweg wieder zurück. Oh Gott, bitte. Bitte, 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 bitte. Ja. Digga, oh mein Gott. So, und seit wir durch das Tor sind, haben wir auch endlich mal wieder gute Wege. Wir fahren jetzt hier. Fahren wir einfach jetzt noch schön geradeaus. Und go, 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 go. Was ist los? Anstrengend oder was? So, nach einer kleineren Pause sind wir jetzt auf dem Rückweg. Das da unten ist schon mal Kirk. Da müssen wir hin. Und dann da vorne, dann diese kleine Landspitze da vorne. Da so ungefähr da auf der anderen Seite drüben. Und dann sind wir wieder auf unserem Campingplatz. Sind wir eigentlich nur gelaufen? Nicht schlecht. Aber jetzt seid ihr fertig. Super schön und fix und fertig. Und jetzt gibt's Mittagessen, heute Geschnetzeltes, ging wunderbar. Ich koche hier für 7 Leute und das geht auf so einem 3-Flammen-Herd richtig spitz. Ich habe einen großen Bräter, da ist jetzt etwas über ein Kilo Fleisch drin und passt super dazu. Gibt's Kartoffeln und Sonnenschein. Guten Morgen, wunderschön sonnig und richtig warm ist es heute am Abfahrtstag. Jetzt geht unser Urlaub in Kroatien zu Ende. Wir müssen jetzt nur noch ein paar Stunden nach Hause fahren. Was heißt nur noch? Wir sind spät abends da. Wir wollten eigentlich schon viel früher los, aber der Sturm war bis jetzt so stark, dass wir sowieso nicht von der Insel Kirk runtergekommen wären. Deshalb geht es jetzt ein bisschen später los. Wir haben jetzt kurz vor 10 Uhr und jetzt sollten wir bei den Windgeschwindigkeiten auch über die Brücke kommen. Und dann seht ihr mal, wie das hier abgehaust hat heute Nacht. Es ist das ganze Gitter hier hinten, wo wir vorher gestanden haben auf dem Stellplatz, komplett abgerissen, die Mauer durchgebrochen. Hier liegt wieder alles voll mit Kies und da hinten sieht es auch richtig übel aus Richtung Spielplatz. War eine heftige Nacht mit bis zu 130 Stundenkilometern. Das Fahrzeug hat wahnsinnig gewackelt. Wir haben fast die ganze Nacht gar nicht geschlafen. Aber ja, hilft ja nichts. Jetzt müssen wir abfahren bei so herrlichem Wetter. Es ist super schade. Es war ein traumhaft schöner Urlaub. Wir machen das nächstes Jahr auf jeden Fall wieder. Da haben wir auch schon ein Ziel uns gesetzt. Wir wollen nach Venedig. Mal gucken, ob das klappt. Schaltet auf jeden Fall wieder ein. Bis dahin kommen ja noch ein paar andere Reisen. Und wir freuen uns über jeden Kommentar, jeden Like. Schön, dass ihr mitreist. Bis zum nächsten Mal.